Drei Buchstaben versetzen die Kunstwelt derzeit in helle Aufregung. NFT. Ein NFT ist ein Non-Fungible Token, was so viel heißt wie nicht übertragbares digitales Gut. Es handelt sich dabei um ein Echtheitszertifikat für digitale Kunstwerke, die damit fälschungssicher werden und als Originale gelten. Ein Paradigmenwechsel im Bereich der digitalen Kunst, die normalerweise ja problemlos kopiert und hundertfach verbreitet werden kann. Mittlerweile ist der Handel mit NFT-Kunst im Internet ein Millionengeschäft. Bezahlt wird in der Regel mit der Kryptowährung Ether oder Ether. Harald Wilder über eine junge Kunstform, die bis jetzt nur Insidern bekannt ist, aber schon jetzt die Auktionshäuser auf Trab hält. So, here is the piece. Again, it's 5000 days. Beeple, alias Mike Winkelmann, erklärt sein 69 Millionen Dollar Kunstwerk. Über einen Zeitraum von 13 Jahren hat Beeple jeden Tag eine Illustration am Computer erstellt. Ursprünglich auf Instagram veröffentlicht, wurden hier 5000 Tage einer Künstlerkarriere zu einer digitalen Collage zusammengefasst. Seit dem Verkauf dieses Werks durch das Auktionshaus Christie's um satte 69 Millionen Dollar gilt Beeple als drittteuerster lebender Künstler. In der Welt der Kunst sorgte das für ordentlich Wirbel. Als dann das Auktionsergebnis rausgekommen ist, hatten wir gerade hier Eröffnung und wir waren alle sehr erstaunt darüber. Also für mich hat das nichts mehr mit der Realität zu tun. Unser Job ist, auf den Markt zu reagieren und das zu präsentieren, was wir glauben, der Markt will. Aber der Markt dann im Endeffekt entscheidet, was er dafür kauft, was er dafür zahlt oder nicht. Beeple ist jedenfalls der Superstar einer neuen Künstlergeneration, die ihre digitale Kunst normalerweise im Internet verkauft. Auf speziellen Plattformen wie Nifty Gateway oder Super Rare wird sie teilweise um Zehntausende Euro gehandelt. Das ist deshalb möglich, weil es sich um fälschungssichere Originale handelt, in der Fachsprache Non-Fungible Token genannt. Kurz NFT. Drei Buchstaben, über die in der Kunstwelt zurzeit jeder spricht. NFT heißt nicht austauschbares digitales Gut, also digitale Kunst, die als Unikat zertifiziert wird. Möglich macht das die Blockchain-Technologie, auf der auch Kryptowährungen basieren. Die Blockchain ist ein weltumspannendes, dezentrales Register. This is where you create this. In der Blockchain wird unlöschbar dokumentiert, wer der Schöpfer eines bestimmten digitalen Kunstwerks ist. Es wird durch ein Echtheitszertifikat Authentizität garantiert. Wenn das Werk dann über das Internet verkauft wird, ist das Eigentum daran dokumentiert. Die Provenienz wird also lückenlos nachvollziehbar. Das ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Masha McGonaghy ist eine Pionierin auf dem Gebiet. Bereits vor 7 Jahren hat sie von Berlin aus Künstler und Galerien bei der Erzeugung digitaler Unikate unterstützt, lange bevor es NFTs gab. Auch wenn es jetzt eine technische Lösung dafür gibt, fällt es wohl vielen Menschen schwer zu akzeptieren, dass eine Datei, die hundertfach kopierbar ist, ein Original sein kann. Obwohl Galerist Tadeusz Ropacz an die Wirkung von Kunst glaubt, die uns alleine durch ihre physische Präsenz beeindruckt, spricht er der digitalen Variante zumindest nicht ihre Originalität ab. Kunst kann sich darstellen, wie sie sich immer darstellen kann. Also wenn es dieses Kunstwerk nur einmal gibt, auch wenn es oft kopiert werden kann, Sie können auch jedes Werk von Leonardo da Vinci drucken, Posters machen, verbreiten übers Internet. Es ist im Grunde genommen dasselbe Prinzip. Also da habe ich jetzt weniger ein Problem, darin ein Original zu erkennen. Galeristin Lisa Kandelhofer vertritt aufstrebende junge internationale Künstler aus der analogen Welt. Was sie an der neuen NFT-Kunst stört, ist, dass man sie nur auf dem Computer oder Smartphone betrachten kann. Außerdem ist es für sie zurzeit mehr Hype als Qualität. Für mich ist es momentan nicht vorstellbar, so ein NFT-Kunstwerk zu sammeln, weil es für mich momentan noch viel zu viel mit einem Aktienmarkt zu tun hat und mit einem schnellen, kurzen Besitzen und aber auch gleichzeitig schnell wieder loswerden und möglichst viel Geld herauszuholen. Das hat
für mich mit Kunst nichts zu tun. Und in der Tat ist der Handel mit der neuen Kunst teilweise ein hochspekulatives Millionengeschäft. Einzelne Bilder bringen sechsstellige Beträge. Dieser God of War wurde für $603,000 verkauft. Die sogenannten Crypto-Punks waren die ersten NFTs. Vor 4 Jahren, um ein paar Euro zu haben, sind sie heute begehrte Sammlerstücke. Vor kurzem wechselten diese beiden Kerle um jeweils $7,6 Millionen ihren Besitzer. Kleine Pixelbilder, die nur am Computer existieren. Die wichtigen Sammler bleiben meist anonym. In der Regel sind es jüngere Millionäre, die mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether reich geworden sind und damit auch diese Kunst bezahlen. Vignesh Sundaresan, alias Meta Kovan, ist einer von ihnen. Der indische Investor hat die $69 Millionen für Everydays von Beeple bei Christie's ausgegeben. Eingefädelt hat den Deal der Österreicher Alexander Rotter. Seit 20 Jahren lebt er in Amerika. Bei Christie's ist er Chef der Sparte Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Es ist natürlich hochspekulativ. Also ich werde Ihnen nicht sagen, dass es nichts Spekulatives ist. Ob es eine Blase ist oder nicht, weiß ich nicht und weiß wirklich niemand. Wir wissen auch nicht, wie sich die Kunst entwickelt. Weil wenn neue Kunstformen sich entwickeln, verändern sie sich ständig, bis sie sozusagen die Variation bekommen, die dann kunsthistorisch akzeptiert wird. Die NFT-Szene hat sie allerdings bereits, ihre Künstlerstars. Etwa Pak, der seit Jahren dabei ist. Seine geometrischen Gebilde sind digitale Skulpturen, die absolut künstlerische Qualität haben. Es gibt Arbeiten, die mit Einfallsreichtum und handwerklichem Können überzeugen. Oder mit Witz und Humor. Die traditionelle Kunstwelt sieht das kritischer, ortet eher Kitsch als große Kunst. Tadeusz Ropacz hält die Qualität insgesamt noch für bescheiden, aber das müsse nicht so bleiben. Grundsätzlich, wenn diese Richtung bereit ist, sich den klassischen Qualitätskriterien auch anzuschließen und bereit ist, sich der Kritik zu stellen, glaube ich schon, dass das eine Zukunft hat. Die Kunst kann sich nicht abkoppeln von dem, was die Menschen bewegt. Und wenn junge Menschen heute diese virtuelle Welt wollen, muss die Kunst sich da auch mit ihren Kommentaren beteiligen. Das wird keine Frage. Immer dann, wenn in der Kunst neue Medien aufgetaucht sind, hat es gedauert, bis sie von Kunstliebhabern akzeptiert wurden, so Masha McGonaghy. At some point I think photography zu Beginn wurde die Fotografie auch nicht als Kunstform angesehen. Ähnlich war es bei Druckgrafiken wie Lithografien. Heute würde niemand sagen, Druckgrafiken von Andy Warhol sind keine Kunst. Am Anfang gibt es immer Skepsis und die Frage, was soll das denn? Und dann nach einer gewissen Zeit wird es als Kunst anerkannt. And then at some point, it is art. Bernhard Nessler zählt zu genau jener jüngeren Generation, die mit digitaler Kunst aufgewachsen ist. Mit 5 Gleichgesinnten hat er das Projekt Kryptowiener gegründet. Die Gruppe will Interesse für die Welt der NFT-Kunst wecken. Der Zugang ist spielerisch und niederschwellig. Statt der kultigen Krypto-Punks wurden die Krypto-Wiener kreiert. Wiener Typen und Österreicher, die jeder kennt und trotz Pixel-Look auch erkennt. Heupel, Mundl und Co. sind NFT-Kunst, die wie üblich in der Kryptowährung Ether bezahlt wird. Umgerechnet kostet ein Unikat zwischen 900 und 2500 Euro. Mit den Erlösen wird das mit dem Austrian Blockchain Award ausgezeichnete Projekt finanziert. Bernhard Nessler und seine KollegInnen unterstützen junge Kreative, die ihre Kunst als NFTs herausbringen wollen. Spekulation ist nicht ihre Sache, denn in der Technologie sehen sie große Chancen für Künstler, faires Geld für ihre Arbeiten zu verdienen. Wenn man sich abseits der großen Namen und der großen Verkäufe eben auch die Szene ansieht, wird man sehr schnell feststellen, dass es auch viele kleinere Künstler gibt, die durch die NFT-Technologie das erste Mal quasi ihre Miete zahlen konnten und sich auch Ateliers leisten können, um ihrer Kreativität dann nachzugehen, weil sie eben durch die NFTs das erste Mal
Geld verdient haben mit ihrer Kunst? Etwa der Innsbrucker Primal Cypher, die Britin Stina Jones oder die Amerikanerin Sarah Zucker. Junge KünstlerInnen, die von jungen SammlerInnen unterstützt werden. Ab ca. 250 Euro ist man dabei. Wie groß das Interesse am neuen Medium ist, zeigt sich auch daran, dass immer mehr Superstars der analogen Kunst auf den NFT-Zug aufspringen. Damien Hirst hat jüngst eine NFT-Serie angekündigt. Simon Denny, Neuseelands berühmtester zeitgenössischer Künstler, hat bereits sein erstes NFT um knapp 50.000 Dollar verkauft. Und auch der Österreicher Peter Kogler will sich dem Trend zum digitalen Unikat nicht verschließen. Seit den 1980er Jahren verwendet der Medienkünstler den Computer als Werkzeug mit dem Ziel, seine digitalen Entwürfe in die analoge Welt zu übersetzen. 1984 entstanden auf dem ersten Macintosh von Apple und auf dem legendären Commodore 64 Koglers erste digitale Bilder. Sie wurden nie zu Papier gebracht, weil es damals noch keine erschwinglichen Werkzeuge dafür gab. Jetzt hat Kogler diese Pixelbilder, wie er sagt, wieder ausgegraben und auf der österreichischen Plattform Portal als NFT-Kunstwerke herausgebracht. Damit bleiben diese Werke, was sie schon vor fast 40 Jahren waren, digital. Es gab verschiedene Gründe, warum ich das jetzt gemacht habe. Eines ist, weil ich neugierig bin und weil wahrscheinlich dieser ganze Bereich Blockchain und Kryptowährung, ob man das jetzt sympathisch findet oder nicht, einfach, das wird in Zukunft ein großes Thema sein. Sind NFTs also ein neues Medium mit künstlerischem Potenzial oder doch nur simple Illustrationen und spekulative Investments? Die Kunstgeschichte wird ihr Urteil fällen. Eine Ausstellung zur Geschichte des NFT in der Kunst von den frühen digitalen Anfängen bis zu den jüngsten Entwicklungen zeigt das Francisco Carolinum in Linz ab 10. Juni. An diese neue Entwicklung auf dem Kunstmarkt knüpfen sich natürlich auch viele Fragen, was die Einzigartigkeit und die gesicherte Autorenschaft betrifft. Es geht um den Schutz vor Vervielfältigung und letztlich auch um urheberrechtliche Fragen. Und das führt uns auch gleich zum nächsten Thema. Wem gehören eigentlich Nachrichten? Diese Frage wird vor allem an einem Streit sichtbar, der zwischen Medienhäusern und den großen Internet.